Dann bin ich quasi bereit für unangenehme Fragerunde Teil 1275,5. Also es sind alle Fragen, die ihr stellen möchtet, sind quasi erlaubt. Also an die ganzen neuen Zuschauer oder alten Hasen, wenn ihr Fragen habt, raus damit. Wir nutzen die Zeit in ETS genau dafür. Wann sieht man dich nochmal in WoT? In World of Tanks? Ich war noch nie in World of Tanks drinne. Da musst du mich, glaube ich, verwechseln. Ich habe World of Warships gespielt. Aber World of Tanks habe ich... Oh, doch, stimmt. Ich habe World of Tanks gespielt. Einmal, ganz kurz. Lange ist es her. Das ist wirklich schon sehr lange her. Weiß ich nicht, ob ich da irgendwann nochmal reingucke. Momentan mache ich ja doch sehr viel andere Sachen. Aber ich würde es jetzt nicht verneinen. Um ehrlich zu sein. Hättest du mal Bock, Airsoft oder Paintball? Ja, würde ich auch nicht nee sagen, mir das mal zu Gemüte zu führen. Habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber könnte ich mir schon vorstellen, das mal zu machen, ja. Auf jeden Fall. Also sehr gerne sogar. Würdest du dir nochmal einen stabilen Bart wachsen lassen, wie du den damals hattest? Nee, absolut gar nicht, nee. Das war, glaube ich, die Peakzeit meines ungepflegten Daseins auf Planet Erde und das würde ich nicht nochmal wiederholen, nein. Zumal mir das auch gar nicht steht und mein Gesicht dann immer aussieht wie so ein Michelin-Männchen. Also so ein Bart würde ich auf jeden Fall nicht nochmal fühlen, nee. Ich mag mich eigentlich so, wie ich gerade bin. Ich glaube, ich habe so meine Frise gefunden für mich und mein Bart habe ich für mich gefunden. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal älter bin und noch ein bisschen schlanker im Gesicht bin, dass ich nicht mehr so aussehe wie ein Michelin-Männchen mit Bart. Aber sonst habe ich das jetzt eigentlich nicht vor, nee. Was hältst du von iRacing? Ich finde iRacing eigentlich ziemlich cool. Es ist so vom Einrichten her und Einstellen ein bisschen altbacken. Aber so grundsätzlich finde ich schön, dass es da so viel Content gibt und dass man da so viel fahren kann und auch rund um die Uhr fahren kann. Der Preis ist natürlich sehr happig. Wenn man das nachher auf viele Jahre rechnet, ist er natürlich sehr gering. Aber so der Einstieg da rein ist nicht ganz so einfach. Und das ist so immer die einzige Hürde. Ansonsten mag ich iRacing. Scania oder MAN? Was fährst du lieber? Volvo. Ich fahr Volvo. Ich bin absoluter Volvo-LKW-Fan. Schon immer gewesen. Also ich würde kein MAN oder Scania fahren. Wir müssen mal einen Schlafplatz finden, um mal eine Nacht zu knacken. Ich gucke auch die ab und an mal, Rusty Cracker heißt der, das ist ein YouTuber aus dem Ostblock, der nach Amerika gegangen ist und der truckert sehr viel und der ist auch sehr viel in Volvos unterwegs und baut die auch. Kann ich jetzt einfach fahren? Ich nehme an. Wie bist du damals so plötzlich zu Simracing, zum Simrating zu switchen? Ich kannte dich eigentlich nur aus Tarkov. Dazu gibt's in der Tat ein etwas längeres Video bei YouTube, wie sich das bei mir entwickelt hat damals. Schattenfell. Also ich bin da nicht von jetzt auf gleich rein. Ich habe vor vielen Jahren auch schon eine Simracing-Liga gehabt mit meiner Community zusammen. Und wir haben da ein paar Rennen gemacht. Aber ich fand am Schreibtisch fahren immer nicht so cool. Und dann habe ich mir damals irgendwie was anderes gesucht, weil ich gerne... Also ich muss sagen, auf Dauer als Streamer... Als Variety-Streamer, also ohne festes Game, war das für mich persönlich irgendwann echt anstrengend, mir immer irgendwelche Spiele ja jeden Tag aus den Fingern zu saugen, um die zu spielen. Ich wollte gerne was Festes haben, wo ich drinne aufgehe. Und ich glaube, das habe ich jetzt für mich entdeckt. Also gerade auch so mit Hardware-Reviews und
den ganzen anderen Sachen, die da mit reinspielen, habe ich doch was für mich gefunden, wo ich mich sehr wohlfühle und wo ich auch gerne jeden Tag mehrere, ja, sag ich mal, Stunden investieren mag. So, wir werden mal schlafen. Wie ist dein Ersteindruck von Rennsport? Kommt demnächst auch ein YouTube-Video zu, was ich von Rennsport halte. Also ich habe ja gestern Rennsport angetestet. Und naja, so wirklich richtig begeistert davon war ich jetzt nicht. Den Rest würde ich sagen, kannst du dann erfahren, wenn du dir das YouTube-Video dazu ansiehst. Warum hast du die Wots ausgeschaltet? Ich finde das extrem schade. Ich habe das Gefühl, eine Menge Content zu verpassen, wenn ich nicht live zuschaue. Damit du bei YouTube dir die Videos ansiehst, weil A, es dort schöner ist, sich Videos anzusehen als bei Twitch und B, dass dort aufbereitet in kurzer Form für dich zur Verfügung steht und du dich nicht durch einen 6, 7, 8, 9 Stunden Wot durchklickern musst, zu der Stelle zu kommen, die du gerne sehen möchtest. Du verpasst nichts, wenn du bei YouTube vorbeischaust. Also du kannst dir alle Rennen angucken bei YouTube. Du kannst dir... Dazwischen passiert nicht viel. Also da passiert nichts Interessantes. Deswegen ist das auch nicht bei YouTube drauf. Und ehrlich gesagt habe ich... ich habe auch gar keine Lust, dass ihr diese Experience habt, wenn ihr das bei Twitch euch anseht. Und außerdem bin ich ganz ehrlich mit dir. Und das ist auch ein Grund. Bei Twitch wird das nicht monetarisiert. Also bei Twitch wird der Wort nicht monetarisiert. Und wenn ich das bei YouTube hochlade und sich Leute das da angucken, wird nur durch das Angucken verdiene ich etwas Geld. Und ich muss gerade etwas wirtschaftlicher denken, Hessi, als nur, ich mache das... Ich mache das gerade, weil ich Spaß daran habe, weil ich... Also ich habe Spaß daran. Ich muss an der Stelle auch ein bisschen wirtschaftlich denken. Und auf den Wort sind manchmal 1000, 2000 Views, womit ich kein Geld verdiene. Und bei YouTube verdiene ich damit im Monat, wenn ich das hochlade und die Leute sich das angucken, zwischen 300 und 200 Dollar. So, dafür, dass das nur bei YouTube hochgeladen wird und die Leute sich das da angucken. Und es wäre dumm, das nicht zu tun. Also es ist so eine Mischung aus allem. Und es ist halt abhängig davon, dass Leute einen Clip machen. Ansonsten mal schnell noch eine Situation aus deiner Sicht anschauen, geht halt nicht. Ja, das ist mir bewusst. Kannst du dir trotzdem bei YouTube ansehen. Weil die Rennen sind alle bei YouTube hochgeladen. Beispielsweise, wenn es um solche Situationen geht. Zwischen den Rennen passiert aber auch nichts Interessantes, Hessi. Also, wenn irgendwas Interessantes passiert, ist das bei YouTube. Glaub mir, also wirklich, Chat, ihr verpasst nichts Wichtiges. Verpasst ihr wirklich nicht, weil momentan ist es so, dass ich mit einem sehr talentierten und sehr ambitionierten Menschen zusammenarbeite und wir wirklich alles, aber auch wirklich alles zu Content verwursten auf YouTube, was geht. Also ihr verpasst nichts. Außer ich erzähle gerade von ich habe mir kurz in die Hose gekackt oder so. Oder ich habe mir in der Nase gepopelt. Was anderes verpasst ihr nicht. Ihr verpasst aktuell wirklich keinen Content. Wann darf, kann ich dich endlich mal Endurance auf dem Nürburgring sehen? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wann wir das nächste Mal Nürburgring fahren. Also, wie kann ich bei AC10 nochmal Triple Screen einstellen? Aktiviert ist, aber irgendwo muss ja die Auflösung noch einstellen. Nee, musst du nicht. Simple Runtime Window Editor Disposable Rhino. Findest du bei YouTube ein Video zur ACC-Einstellung? Da ist in der Videobeschreibung ein Video verlinkt von Dan Suzuki und da kannst du dir das angucken, wie das funktioniert. Würdest du mal eine Runde in RL auf der Nordschleife fahren? Nö. Nö, würde ich nicht. Also ich habe da auch nicht so großes Bedürfnis nach, dass ich das unbedingt in meinem Leben mal gemacht haben muss. So viel Euphorie habe ich für die Strecke noch nicht. Ich sage, ich muss das unbedingt machen. Wann kommt das angekündigte Endorennen in iRacing mit Niklas Huben? Wenn Menschen Zeit haben. Niklas fährt gerade sehr, sehr viel anderen Stuff. Also wir schaffen es nicht mal sonntags zusammenzufahren. Momentan. Ist aber nicht verschwunden. Wann ist AMS 2 endlich in LFM? Wenn die mal das hinkriegen, einen vernünftigen Multiplayer zu machen. Dann wird es das wahrscheinlich auch da geben. Kannst du mir deine Simple Runtime-Einstellung senden? Nee, kann ich nicht. Kannst du auch, so wie Disposable Rhino,
in das Video reingehen zur ACC-Einstellung. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu dem Video von Dan Suzuki. Und Dan Suzuki hat dort Files drin mit den Einstellungen, die du dir einfach copy-pasten kannst. Oder wir machen einfach ein YouTube-Video dazu. Oh, das ist ja die Idee. Dann haben wir ja gleich ein sinnvolles YouTube-Video. Oh, wir machen daraus ein YouTube-Video. Dann kann ich wenigstens damit noch ein bisschen 2,50 Mark verdienen durch ein paar Werbeeinnahmen. Geil, ey, das mache ich. Nur für dich, altes Rennschwein. Danke für die Erinnerung. Kussi, kussi. Und das ist keine Ironie gerade. Absolute Win-Win-Situation. Das mache ich dir. Wo wir in Urlaub fahren, das werde ich nicht sagen, damit ich in Ruhe einen Urlaub habe. Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, sage ich euch, wo ich bin. Oder war. Aber auf dem Golfplatz, so viel kann ich schon mal sagen. Also ich bin eine Woche golfen. Was machst du mal, wann machst du mal einen Hardcast mit Dan Suzuki? Oh, ich habe mit Dan noch nie gesprochen, ne? Ich bin ein ganz großer Dan-Fan. Also muss ich wirklich gestehen. Der hat sich in den letzten Jahren so schön gemacht. Ich würde gerne mal mit Dan sprechen. Aber ich wüsste gar nicht, worüber ich mit Dan sprechen soll. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen schwierig, weil Dan ja Englisch spricht. Du hattest was über Probleme mit Fanatec gesagt. Was hattest du denn für Probleme? Ich hatte einen knackenden Quick Release. Und mein Quick Release war kein Quick Release, weil ich eine Schraube reindrehen musste. In den Quick Release. Damit das nicht rumwackelt, weil bei mir hat er nicht gehalten. Und dann hatte ich halt die ganze Zeit Knacken in der Wheelbase beim Fahren. Meine Clubsport V3 Pedale, da sind die Schrauben, die wirklich, also die waren fabrikneu da drinne. Links abbiegen. Die konnte ich irgendwann nicht mehr abschrauben. Dann haben meine Clubsport ständig gequietscht, wie Hulle, also richtig ekelhaft gequietscht. Da musste man gefühlt alle zwei Wochen Schmiere reinmachen und dann irgendwann konnte man da keine Schmiere mehr reinmachen, weil man die Dinger einfach nicht auseinanderbauen konnte. Das heißt, man konnte die nicht richtig warten. Dann bin ich noch drei weitere Wheelbases gefahren von Fanatec und alle haben am Quick Release geknackt die ganze Zeit. Und das Force Feedback fand ich persönlich aus der Fanatec DD auch nicht so geil. Das war einfach immer nur pure Kraft und ist wirklich viel geschmeidiges Gefühl drin. Also ich hatte so ein paar Probleme mit Fanatec. Mach doch mal ein Video über das neue Luite. Ich würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Wenn mir das irgendwann mal zu Review-Zwecken zugestellt wird, gerne. Kaufen tue ich das nicht. So viel Geld verdiene ich nicht, dass ich sagen könnte, jetzt geht's los. Ich kaufe das einfach. Aber ich gehe mal fast davon aus dem Bauch raus, es ist mehr so Medium. Wie kam es dazu, dass du mit YouTube oder Twitch angefangen hast? Ui. Ich war jung und brauchte das Geld. Und damals gab es noch keinen OnlyFans. Was natürlich völliger Quatsch ist. Ich habe... Also die ganz ausführliche Version befindet sich auch bei YouTube. Da kann man sich das auch gerne mal ansehen. Ich habe damals mein Studium beendet, 2013. Und habe nach einem Hobby für mich gesucht, was ich machen kann, weil ich ein Sabbatjahr gemacht habe. Also das, was manche Leute hier so Work and Travel machen, war bei mir zu Hause sein und zocken. Diese Ausfahrt. Und ich habe in meiner ganzen Jugendzeit nicht wirklich Freunde gehabt, die viel gespielt haben. Und das hat mich immer übelst genervt, weil ich da immer so belächelt wurde und dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr und habe meinen ganzen Freundeskreis ausgemistet und habe dann angefangen zu streamen, um Menschen zu finden, die genauso drauf sind wie ich. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Dann habe ich das ein Jahr lang gemacht und dann habe ich so viel Geld verdient, dass ich Miete bezahlen konnte und dann habe ich gesagt, gut, dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Naja, und jetzt machen wir das fast 10 Jahre. Bewegst du dich außerhalb von Twitch und YouTube sonst noch auf Social Media oder meinst du das auch? Ich habe manchmal Tage, wo ich bei Instagram einfach die Reels durchschmetter für eine halbe Stunde, um zu gucken, was gerade so aktuell ist.
und was so passiert. Aber ansonsten habe ich mit Social Media nichts mehr zu tun, weil das auch einfach nur noch größtenteils Gift ist für den Kopf und für sich selber. Ist halt, wir bewegen uns halt in der Zeit, wo wir uns Content reinziehen, wie Leute irgendwie sich streiten im Internet über Themen, anstatt das sinnvoll zu lösen. Und sowas wird halt viel geklickt und viel geguckt. Und das ist einfach nicht mein Jam. Okay, das zieht halt auch aktuell sehr, sehr gut. Und das ist nicht mein Ding. Weil ich bin so ein konstruktiver Mensch, der gerne versucht, Probleme zu lösen, die da sind. Und ich habe gerne meinen Frieden. Und so hat man nicht seinen Frieden. Also ich bewege mich nicht mehr so viel in sozialen Medien, nee. Ich muss mir aber auch wirklich nicht jeden Tag, also gerade so in unserer Bubble, weil das ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist, was am meisten Aufmerksamkeit bringt, muss ich mir nicht das 10. Klimakleber-Drama angucken oder die 20. Sache, wo einer irgendwas gesagt hat und die Leute sich dann da drüber echauffieren, wie die Wortwahl war und wie keine konstruktive Gespräche geführt werden, sich Menschen mittlerweile gegenseitig anzeigen und so weiter und so fort. Das ist halt einfach, ich glaube, ich weiß nicht, ob das am Alter liegt, so. Biege nach rechts ab. Aber man will ja auch irgendwann mal zur Ruhe kommen und sein Leben leben. Und ich denke, wenn man sich das den ganzen Tag reinballert, dann lebt man, glaube ich, irgendwann sein Leben nicht mehr, sondern lebt in seinem Leben vorbei. Deswegen gibt es das halt bei mir auch nicht als Content. Also auch wenn es klickbar wäre und ich dadurch mehr Geld verdienen würde und wahrscheinlich auch einen sehr soliden, sag ich mal, Standpunkt hätte aufgrund meines Alters und Lebenserfahrung, sehe ich mich da drin einfach nicht. Willst du auch mal Real Life, wenn du die Möglichkeit hast, Rennfahren? Ja, würde ich sehr gerne. Ich würde sehr, sehr gerne Rennfahren, ja. Da wäre ich dabei. Hast du Guilty Pleasure? Wenn ja, welche? Guilty Pleasure? Ja, ich habe manchmal so Tage, da pfeife ich mir einfach mal eine Packung M&M's in die Rübe rein. Wenn das als Guilty Pleasure zählt. Gibt es, was du gerne noch machen willst, aber noch nicht getan hast? Und wenn ja, warum oder nicht? Ich wollte immer mal auf den Mount Everest steigen. Immer geradeaus. Also ich wollte schon immer mal auf Mount Everest, aber ob ich das in meinem Leben nochmal machen werde, weiß ich nicht. Ansonsten habe ich nichts auf dem Zettel. Da ich ein sehr bewegtes Leben schon hatte und sehr viele Länder bereist habe, verschiedene Kulturen kennengelernt habe, fehlt mir eigentlich nicht wirklich was Großartiges. Also ich habe immer noch Sachen auf dem Zettel, die ich gerne machen möchte in meinem Leben. Also so eine To-Do-Liste. Aber das sind alles so, sag ich mal, lebensnotwendige Sachen oder essentielle Sachen, wie ein Haus bauen beispielsweise. Wie sieht dein Leben aus, wenn du kein Streamer geworden wärst? Was hättest du gemacht und wie sieht dein Leben aus, wenn du in Streamer rennst? Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Oh mein Gott, sind wir schnell. Okay, warte, aber gleich. Nimm diese Ausfahrt. Wie sieht dein Leben aus, wenn du kein Streamer geworden wärst? Was hättest du gemacht? Und wie sieht dein Leben aus, wenn du in Streamerrente gehst? Also ich bin Diplom-Ingenieur für Kartografie und hätte irgendwo gearbeitet. Dritte Ausfahrt nehmen. Ich habe keine Ahnung, wo. Also wahrscheinlich aber auch nicht mehr in Deutschland. Hätte wahrscheinlich irgendwo anders gearbeitet. Nimm diese Ausfahrt. Weil das ein sehr gut bezahlter Job ist außerhalb der Schweiz, Österreich und Deutschland, weil da ist halt einfach alles kartografiert. Aber das wäre so ein Hätte-Hätte-Fahrradkette-Ding, ne? Vielleicht hätte ich bei Google gearbeitet, vielleicht bei Garmin oder Apple, was weiß der Geier. Keine Ahnung. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Also es sind so fiktive Sachen, wo ich mir jetzt irgendwas ausdenken könnte. Also was es denn wirklich gewesen wäre, aber genau kann ich dir das auch nicht sagen. Genau kann ich dir das nicht sagen, du.